Herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Planet Coaster 2. Frontier hat das Spiel jetzt auf der Gamescom gezeigt und man konnte es dort auch anspielen. Natürlich gibt es jetzt wieder einiges an neuen Infos. Zusätzlich dazu gab es aber auch noch ein Frontier Unlocked live von der Gamescom. Von uns hat es leider niemand dahin geschafft, aber ich möchte in diesem Video einmal zusammenfassen, was wir alles online finden konnten. Und das war so einiges. Fangen wir am besten mit den vier neuen Läden an, die es geben wird. Zum einen hätten wir da Latte Love. Vermutlich wird der Laden dann Street Fox Coffee ersetzen. Finde ich ein bisschen schade, ich mochte den alten Laden sehr gerne. Dann werden wir wohl noch einen Slush- und Soda-Laden bekommen. Und unser Eis werden wir in Zukunft bei den Gelato Bros holen. Die hatten auch einen eigenen Stand auf der Gamescom, wo man das Eis testen konnte. Und genau das hat Arthur, der Host von Frontier Unlocked, auch getan. Natürlich waren noch einige der Maskottchen beim Planet Coaster 2 Stand zu sehen. Und interessanterweise sah Queen Splash anders aus als sonst. Auf dem Stand hatte sie keinen Schwimmreifen an, sondern wurde von einer Rutsche umkreist. Wer weiß, vielleicht eine ältere Version von ihr? Außerdem haben wir jetzt auch ein hochauflösendes Bild vom Prickypull, dem Kaktus, gesehen und das bestätigt uns, dass der zum Viva La Vegan-Laden gehört. Bei den Achterbahnen haben wir unser erstes POV gesehen, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt der Holzachterbahn war. Switch Tracks scheint es noch nicht zu geben, aber wir haben Turntables gesehen und Lifte sollen auch möglich gewesen sein. Zumindest beim Lockflume. Und wenn Turntables möglich sind, wieso dann nicht auch Switchtracks? Ist ja im Prinzip dasselbe, nur in eine andere Richtung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Ganze ja noch eine Vorabversion ist, da wird sich bestimmt noch einiges tun. Der Coaster-Builder selbst bleibt wohl auch genau wie im Vorgänger. Dafür fahren sich die Bahnen aber sehr viel besser. Vom Rutschenbau haben wir sogar Bewegtbild und der funktioniert genauso wie bei den Achterbahnen mit einzelnen Elementen, speziellen Teilen und verschiedenen Start- und Endstücken. Was mir noch aufgefallen ist, als einer der Blueprint-Rutschen aufgestellt wurde, ist, dass der, ich sag mal, Fahrverlauf sehr ähnlich aussah wie im Trailer. Als würden die Rutschen auf Schienen fahren. Das ist dem Bluefire hier auch schon aufgefallen. Und wenn die Rutsche zu Ende ist, fliegt man ins Becken. Damit waren auch viele nicht besonders zufrieden und haben sich ein eigenes Endstück für die Rutsche gewünscht. Genauso eins scheint es jetzt auch zu geben. Wir haben ja im letzten Video schon rausgefunden, dass man die Beckentiefe anpassen kann und das konnten wir jetzt auch im Baumenü sehen. Es gibt beim Bau eines Pools die Auswahlmöglichkeit, wie tief es sein soll. Hier gibt es drei mögliche Tiefen. Stehen, warten und schwimmen. Generell wird der Poolbau wohl auch genauso funktionieren wie bei den Wegen. Das dürfte also ziemlich unkompliziert sein. Apropos Wege. Die haben die Leute natürlich direkt getestet und scheinen begeistert zu sein. Zusätzlich zu allem, was wir schon gesehen haben, kann man die Geländer bei den Wegen jetzt wohl frei ändern und es gibt jetzt wohl auch ein Smoothing-Tool für die Wege, so ähnlich wie bei den Achterbahnen. Einen neuen Transport-Ride haben wir auch entdeckt. In Zukunft können wir unsere Besucher neben einem Zug auch mit einem Bus transportieren, zum Beispiel vom Parkplatz zum Eingang. Dann wurden noch die verschiedenen Texturen für Flatrides gezeigt. Daraus bin ich nicht so ganz schlau geworden, weil Frontier auf der eigenen Website von 3 Texturen geschrieben hat und das hier deutlich mehr sind. Aber vielleicht haben die in der Zwischenzeit einfach noch welche hinzugefügt. Generell gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten zum Einfärben der Attraktionen. Außerdem wird es wohl 17 verschiedene Texturen für Terrain geben. Das sind auch deutlich mehr als im ersten Teil. Was Energie- und Wasserversorgung angeht, wurde das System aus Planet Zoo wohl nicht einfach nur übernommen, sondern noch erweitert. Es reicht jetzt nicht mehr, einen Generator in der Umgebung aufzustellen. Wir müssen jetzt auch alles noch mit Kabeln und Rohren verbinden. Das soll sehr ähnlich wie in City Skylines sein. Ich finde, das ist ein sehr cooles Management-Feature, hoffe aber auch, dass man das Sandbox-Modus deaktivieren kann. Ich kann mir das auf Dauer nämlich auch ein bisschen nervig vorstellen. Im ersten Gameplay-Livestream konnten wir auch schon sehen, dass die Zeit in Planet Coaster 2 sehr viel langsamer zu vergehen scheint. Die 15-Minuten-Demo, die auf der Gamescom gezeigt wurde, entsprach ungefähr einem Tag im Spiel. Und ein möglicher Grund dafür könnte das Wetter sein. Das scheint generell einen sehr viel größeren Einfluss aufs Spiel zu haben, als wir dachten. Ich meine, es gibt eine richtige Wetterprognose im Spiel. Dann wurde noch am Beispiel vom Whirly Rig gezeigt, dass man wieder die Musik sowie Ride-Sequenzen für die Fahrgeschäfte einstellen kann. Wenn ich das richtig rausgehört habe, wird es wohl unter anderem auch wieder die alte Musik geben. Allerdings habe ich auch keinen Reiter für Custom Music gesehen. Das muss aber nichts heißen, was wir hier sehen, ist ja nicht die fertige Version des Spiels, sondern eine, die extra für die Gamescom gemacht wurde. Zum Schluss würde ich sehr gerne noch eine Theorie in den Raum stellen. Es scheint so, als gäbe es auch animierte Szenerieobjekte, an die man andere Szenerie anheften kann, die sich dann mitbewegt. Genauso wie bei den Achterbahnen. Anders kann ich mir diesen Brunnen zumindest nicht erklären, weil es den nicht als einzelnes Element gibt, allerdings die Bestandteile schon. Außerdem spricht auch diese Aussage während der Unlock dafür. You can attach moving pieces to rides, right? Yes, you can. Yeah, absolutely. We have a selection of animated objects in the game. You can attach them to the moving objects of, you know, flat rides and things. So these are little objects that rotate in certain ways that you can select how they rotate, and then you can attach them to the flat ride and attach things
to that as well. So it's nested animation. Wheels within wheels within wheels, right? Yeah, so it keeps going on. Ich denke, dazu erfahren wir am 28. mehr. Dann soll nämlich der nächste Deep Dive kommen. Dieses Mal geht's wohl um Szenerie und die kreativen Tools im Spiel. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo bei uns da oder kommt auf unseren Discord. Und wenn euch das kleine Update hier gefallen hat, dann gebt dem Video auch gerne einen Daumen hoch. Ich bedanke mich für eure Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welten hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei.